Hallo und willkommen zurück bei FIFA Journey. Und wir haben ja unsere Generalprobe bei Bayern jetzt bestanden. Das erste Spiel wurde gewonnen. Wir haben auch nicht so schlecht gespielt, auch wenn wir die Erwartungen nicht ganz erfüllt haben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Haben ja das entscheidende Tor nicht geschossen. Naja, man muss ja nicht alles wollen, ne? Hoppala, wir schauen mal kurz wieder in den Einstellungen, ob wieder alles in Ordnung ist. Warum stellt sich das immer um? Ich verstehe das nicht. So. EA Insider. Alexander hilft Bayern zum Sieg. Heute mussten Punkte her für Agostino. Und Alexander hat genau das geschafft. Fantastische Leistung, Alexander. Tolles Debüt. So stolz. Ein Dreier beim Debüt, Alexander. Großartig. Alexander hat bei seinem Bayern-Debüt sofort Akzente gesetzt. Super Debüt von Alexander. Was für ein Sieg, Alexander. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter. Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach, Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Rückstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Oh. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, stimmt, aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm. Und du bist ein Teil dieses Sturmduos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Darf ich ihn jetzt echt aussuchen? Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Heieieiei. Verbuche mit Müller zusammen Tore oder Vorlagen. Gib die Vorlage zu Griezmann. Erziele Tore nach. Sie ist jetzt schwierig. Also Müller ist ja bei uns, da müssen sie ja eh kein Geld in die Hand holen. Griezmann oder Ali? Die Aufgaben darunter sollte man natürlich auch nicht vergessen. Er verbuche mit Müller zusammen Tore und Vorlagen. Das ist auf jeden Fall logisch, ne? Gib die Vorlage zu Griezmann-Toren. Ja. Nicht, dass ich dann im Mittelfeld eingesetzt werde. Und erziele Tore nach Dele-Vorlagen. Das ist jetzt schwierig. So rein von der Stärke her würde ich natürlich auf Griezmann tendieren. Schwierig, schwierig. Ich hol Griezmann. Ja, ich hol Griezmann. Griezmann, keine Frage. Ich meine, die anderen sind auch gut, aber er ist einfach der Ihr könnt mir ja Cleverste. dann gerne Mit mal in dem die Abschluss Kommentare ist er schreiben, unglaublich. Genau wen ihr das dachte gewählt ich habt. mir, du hast recht. Er war unglaublich gut bei Atletico. Ich gebe dem Boss Bescheid, er wird zufrieden sein. Danke dir. Wahnsinn, Griezmann kommt. Ha, ich bin gespannt. Oh, Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bis bald wieder da. Wahnsinn. Es nimmt echt interessante Züge an. Oh, jetzt haben wir Sturmpartner, Rivalen. Die einzelnen Sturmpartner haben unterschiedliche Spielstile, Fähigkeiten und Ziele. Arbeite gut mit dem Sturmpartner zusammen, um die Partnerschaftswertung zu verbessern. Bei einer hohen Partnerschaftswertung steigen Alex' Followerzahlen und seine Trainerwertung. Bei einer hohen Partnerschaftswertung erhält Alex außerdem eine Attributwachstumsboost, sodass er sich schneller verbessern kann. Aha.
Rivalen, Einsätze, Tore, Vorlagen, Vorlagen zum Partner. Oh, wir werden sowas von Rivalen sein. Egal. Klar, ein Spieler deines Kalibers bleibt nicht ewig, Alexander. Vergiss deine LA-Fans nicht. Mein Sohn und ich werden dich vermissen. Bilde ich mir das bloß ein oder hat Alexander schon wieder den Verein gewechselt? Ich freue mich, mit Alexander bei Bayern zu spielen. Dream Team Hunter und Griezmann. Ich hoffe es ja. Das Duo aus Alexander und Griezmann begeistert mich wirklich. Zwei Top-Leute, die ein Spektakel garantieren. Tja, schwere Entscheidung. Wen hättest du gerne? Griezmann, Dele oder Müller? Deine Probleme hätte ich gerne, Alexander. Tolle Idee, Alexander und Griezmann in einem Sturm zu packen. Super Typen, super Spieler, das wird unterhaltsam. Ein Sturmduo mit Alexander und Griezmann ist der reinste Traum. Mein Bruder Alexander spielt also mit Wow, Griezmann, Hammer, einfach Hammer. Torflut. Mein Kumpel Alexander spielt zusammen mit Anthony Griezmann. Im Ernst, na dann wünsche ich allen anderen mal viel Glück. Griezmann geht tatsächlich zu Bayern. Echter Wechselkuh nach der Verpflichtung von Alexander. Bayern ist also wirklich auf Titeljagd. Breaking News: Griezmann wechselt zu Bayern. Er soll wohl neben Alexander spielen. Sehr interessant. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Jetzt machen wir erstmal das Training. Oder auch nicht. Ah, doch, da ist Griezmann. Was? Alex, sieh mal, wer gekommen ist. Alexander, looking forward to scoring some goals with you. Oh Mann, das wird groß. Kann's nicht erwarten. It starts tomorrow in training. Sicher doch. Willkommen im Club. Immer wieder cool, wie die anderen ausländisch sprechen und er einfach Deutsch spricht. Dieser Club hat schon immer zur Elite gehört. Und die heute geht's um 1 gegen 1 Situationen. Ja, das kriegen wir hin. Oder auch nicht 1 gegen 1. Bin ich eigentlich scheiße. Naja, egal, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Könnte interessant werden mit Griezmann. Nein! Los, präzise Pässe! Jawohl. War ja klar. Einsatz, ich will Einsatz sehen. Nein, Unentschieden, damit kann man leben. Warum habe ich eine 5? Warum hat der A und ich 5? Das ist beschiss. Wenn ich jetzt aus der Startelf fliege, ne, dann kotze ich. Oh Mann, ich hätte doch den Schwächsten, hätte ich das hier vorher gewusst, hätte ich den schlechtesten geholt. Nein! Nein, oh Hunter, du! Run, run, run! Oh, das ist doch alles nicht wahr, oder? Ohne Scheiß, das ist beschissen. Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Dann kann uns keiner schlagen. Das steht fest. Vielen Dank. Stehen nur nicht, warum Griezmann jetzt auf der Bank sitzt. Aber das mit den Trainingseinheiten, nur das könnte auf jeden Fall sich schwierig gestalten. Zumindest schwierig herausstellen.
Bayern will sich in der Tabelle noch nach vorne arbeiten. Schwere Aufgaben, da kommt es vor allem auf Alexander an. Wow, Alexander, folgst du mir? Ich gehe neben dem Bayern-Stadion in die Schule. Ich muss mir wohl diese Liga anschauen. Klar, ein Spieler eines Kalibers bleibt mir. Ah, den kennen wir ja schon. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr interessant. Oh, ist das interessant. Au, oh, ich habe einen Attributpunkt. In was wollten wir den nochmal stecken? Kopfbälle müssten wir eigentlich auch noch hoch machen, ne? Aber ich wollte eigentlich auch noch das Dribbling hochpushen. Wir machen erstmal die Kopfbälle und dann kümmern wir uns um den Rest. So. Wie gesagt, da unten müssen wir auf jeden Fall noch hinkommen. So, gegen Schalke 04. Wo steht denn Schalke? Fünfter. Ja, da werden wir gewinnen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall interessant. Wir müssen also jetzt, gibt die Vorlage zu einem Griezmann-Tor. Die restlichen zwei sind doch Geheimaufgaben. Wir sind jetzt in Kapitel 5 von 6. Es wird bestimmt interessant. Alter, die Speicherei hier bei FIFA ist manchmal echt nervig. Die Kommentatoren sind doch an, warum redet keiner? Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2 und die Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2. Oh, so gehen es die nicht Bayern also heute an. Klassisch sieht das aus, ihre Antoine Griezmann. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ja, mit Griezmann haben wir auf jeden Fall ein ordentliches Kaliber da vorne drin. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute, Wolf, die hier in diesem Spiel entscheidend sein können. Die können den Unterschied ausmachen. Jetzt Alexander. Guter Pass, vielleicht die Chance für den FC Bayern. Er versucht's. Ah, schade. Unglaublich, Wolf. Wäre natürlich dann das erste Ding gewesen. Wäre geil gewesen, jetzt aber... Die Ecke. Noch ist die Chance da. Antoine Griezmann. Jetzt der Schuss. Das ist noch gefährlich. Die Bayern. Was heißt da oben der Balken? Wer besser ist? Und Ribéry. Flagge jetzt von Ribéry. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Von Opianka. Und er gewinnt den Zweikampf. Da ist die Hereingabe. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball. Harmlos. Ah, da bekommen wir auf jeden Fall Minuspunkte. Ah. Da wird sich bestimmt noch rausstellen, für was die Analyse da ist. Bestimmt das Zusammenspiel. Ribéry. Vidal. Die Bayern im Vorwärtsgang. Sauber vom Ball getrennt hier. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Komm, Kimi, ich geb Gas, Junge. Jawohl. Gutes Tackling auf außen. Vidal. Griezmann jetzt. Nun Arjen Robben. Zu Arjen Robben gehört auch. Robben könnte es machen. Gute Flanke. Jawohl. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft. Ja, wir hätten es auch mit Robben machen können, aber. Da hat er nicht mit dem Vollspann. Es geht ja dann doch. Auch um uns. Lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir mit Hunter vielleicht doch noch ein Tor von Griezmann vorbereiten. Geist. Weil dadurch würden wir natürlich für die Freundschaft der beiden, beziehungsweise. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh nein. So, was machen Sie draus? Brel, Donald, unsere Wertung auf jeden
Ja, jetzt übertreibst du mal nicht. Ein Wort zur unsere Wertung Spiel. Werden wir da natürlich extrem gemacht. Beitragen können. War ein schönes Debüt. Ja, so kann es weitergehen. Und der Vorteil für Schalke. Meier. Wir wollen ja, dass sie sich verstehen. Sam. Jetzt wird's gefährlich. Und Robben. Kimmich. Oh, der Pass sollte in die Mitte kommen. Ist der Ballverlust. Da holt er den Ball zurück. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Griezmann. Ja, Griezmann spielt aber ein bisschen weiter hinten wie das Alexander. Klasse Technik. Das könnte dann zum Problem werden. Der Ball kommt rein. Alexander. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Robben. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schade. Embolo jetzt. Ja, mit 1-0 heißt noch gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall noch das zweite schießen, sonst könnte es gefährlich werden. Thiago. Jetzt haben wir auf jeden Fall Griezmann in unseren Reihen, das ist schon mal sehr gut. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Jetzt toller Pass. Oh, bitte ist kein Abseits. Riesenchance. Aha! Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Warum Aktion. Haben wir jetzt wieder Punkte abgezogen? Ich verstehe diese Wertung da oben nicht ganz. Naldo kann klären, gute Aktion. Antoine Griezmann gibt Eckball und vielleicht können Sie die Führung hier ausbauen. Ecke Robben. Hat doch einiges gefehlt. Also richtig schade. War das nicht. Da hätten sie mehr so, Halbzeit gemacht. Haben wir, aber wie gesagt, wir sind die bessere Mannschaft, aber ich möchte halt eben noch gerne auch Griezmann ein bisschen in Szene setzen, auch wenn ich mir da, wie gesagt, es geht mir um die Mannschaft, dann um mich und letztendlich an dritter Stelle kommt dann Griezmann. Bentaleb. Weil letztendlich sind wir ja hier der Star. Und Hunter. Königsblau wieder am Ball. Wird das eine Torchance? Jetzt hat er den Ball. Thiago. Da kommt, Leute. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungsverhältnis. Griezmann, warum läufst du im Abseits rum? Schöne Zuspiel. Ja, ja, ja. Das Tor geile Sache. Für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken. So geht's, Leute. Genau so geht's. Geht doch. Jo, Chancen hatten sie heute einige. Insofern der Treffer folgerichtig. Doch, die schön. Heute insgesamt einfach die bessere schönes Leistung. Tor und schöne Vorlage. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. So, dann sorgen wir mal dafür, dass das Sturmduo hier auch einschlägt wie eine Bombe. Höwedes. FC Schalke mit dem Vorteil. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ordentlich Punkte bekommen. Wird's jetzt gefährlich. Ganz energisch. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Und die Bayern werden wechseln. Gute Aktion. Schalke mit dem Einwurf. So, was haben wir denn? Beeindrucke den Boss, Passspiel, spiele mit 10 erfolgreiche Pässe und bringe es zu Ende. Okay, wir müssen also noch 3 Daniel Pässe spielen. Tolisso. Nur Vidal. Hunter. Die beiden. Schöner Pass. Klasse gemacht. Jawohl. Ja, er macht ihn. So stelle ich mir das vor. Geiler Typ. Heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Geht doch. Er soll natürlich nicht besser werden wie wir, aber er ist natürlich auch viel besser von den Werten her. Lässt sich auch besser spielen. Von daher
Jetzt müssen sie aufpassen. Gönnen wir ihm mal den kleinen Funken hier, dass er an uns rankommt. Den kleinen Funken Hoffnung. Podoblianka. Sie treffen hier, aber das ist nicht viel mehr als Ergebniskosmetik. Ja, Knopianka, das Gegentor war jetzt zwar unnötig, wir haben wieder geschlafen, aber... Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht, klasse! Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Schön geklärt. Griezmann. Gut hier von Naldo. Tolisso. Oh, der sollte bei Hand da. Mensch, Tolisso. Mensch. Und das ist der Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ecke für Schalke. Klasse Komm. Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute Riesmann. Einer der Besten. Daniel Caligiuri. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Der war wohl gar nichts, hä? Ich spiele jetzt hier so kreisiger Fußball, immer hohe Bälle. Gibt Freistoß, ja, war klar, Hand. Und das könnte gefährlich werden. Die jetzt noch ein Tor machen, ne? Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht. Das war kein Problem für sie. Oh Mann, was für ein dummer Fehler, Mensch! Oh Mann! Und jetzt sehen wir hier wieder ein richtiges Fußballspiel. Das war der Anschlusstreffer. Oh, ich wollte doch schießen drücken. Es ist ihnen alles zu oh, blöd eben. 3-2 also. Da ist so blöd kann kein Mensch sein wie ich gerade. Robin. Das könnte die Chance werden. Jetzt bringen wir hier Schalke wieder ins Spiel. Tolisso. Oh, schade. Abschluss geben. Richtig blöd gemacht. Richtig, richtig blöd. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Wohl völlig offen hier der Ausgang der Partie. Aber nur, weil wir so freundlich sind. Insua. Sam. 6 Minuten haben wir hier noch. Goretzka. Und direkt zurückgespielt. Wird das eine Torchance? So Fehler wittert natürlich FIFA, dann sind sie jetzt wieder besonders geil drauf, mich hier... Foul! Foul, du Stück! Insua. Es war Foulspiel. Sam. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt, 3 Minuten. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Und jetzt hören wir das. Robin. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Den Ball ja, schade, dass er da nicht durchgekommen ist. Oh, da ist es vorbei. Aber was soll's, wir haben 3-2 gewonnen. Heute mal 3-1, aber da ich wieder mal zu eilig aufs Knöpfchen gedrückt habe, ja, ist das dann mal wieder Partie. Nichts geworden. Schade, schade. Aber egal. Wir haben alle Aufgaben zufrieden. Zur Zufriedenheit des Trainers erfüllt. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall leben. Eine 9,6er Wertung, ein Tor, eine Vorlage. Gar nicht schlecht für das zweite Spiel. Wir müssen dann eben immer schauen, dass wir ab und an Griezmann auch mal bedienen dann mit einem Tor, dass die Anzeige steigt. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, selber ein Tor zu schießen. Oh, 15 Millionen Transfers wert. Ah, dann können wir jetzt auch hitzköpfiger sein.
Haben wir noch einen Punkt? Nein. Okay. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir also unseren Sturmpartner. Ist übrigens auch von Journey Cool gemacht worden, dass man jetzt hier noch einen Sturmpartner hat. Aktuell sind wir noch Rivalen, aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall zum Sturmduo packen. Jeder hat einen Einsatz, Griezmann hat ein Tor mehr wie ich, dafür habe ich eine Vorlage mehr. Und Vorlagen zum Partner habe ich mehr. Ah, es wird auf jeden Fall interessant. Äußerst interessant. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei FIFA Journey. Bis dann. Ciao, ciao.